Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist Ranzratte und ich zocke den Schwertransport Simulator 3. So, jetzt muss ich... Hä? Hallo? Egal. Next. Aha, cool. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Radio umschalte, spinnt meine Kamera oder was? Egal, so, close. Warum habe ich noch einen Mauszeiger im Bild? Wie scheiße ist denn das? So, wie kann ich laufen? Oh mein Gott, auf die Pfeiltasten. Meine Fresse. So, ja, hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. So, die Steuerung ist wirklich super krass. Ich drück mal Enter oder so oder irgendwas. Du musst diesen Truck zuerst kaufen. Ja, gut, dann, gehen wir jetzt einen kaufen. Gehe zu. Ey, ganz ehrlich, sieht man den Mauszeiger? Ich hoffe es. So, gehe zu Truck. Okay, jetzt möchte ich einsteigen, bitte, hier. Boah, krass, hat funktioniert. Okay. Alles klar. Dann fahren wir jetzt mal eine kleine Runde. Einfach mal so ein bisschen hier die Umgebung angucken. Boah, krass, Mann, krass, Mann. Leck mich am Arsch. Ist das eine Grafik? Das habe ich ja das allerletzte Mal gesehen, als ich damals meinen 386er neu bekommen habe. Unfall! Bam! Bam! Ja, geile Scheiße. So. Laternen. Bam! Ja, aber klar, durch Bäume kann man wieder mal durchfahren, aber durch Laternen nicht. Na gut, dann rammen wir die einfach um. Das funktioniert ja sogar mit einer physikalischen Berechnung. Wahnsinn, da kann ja selbst, weiß ich auch nicht, Borderlands 2 mit seinen Physics-Effekten einpacken. Gut, Achtung, Vorsicht, Unfall. Bam! Alter Schwede, was zum Teufel, kann ich jetzt auch wieder einsteigen? Nee. So, hier, gehe zu LKW. Was ist denn das jetzt? Ey, ich raste gleich völlig aus. Ich schlag gleich meinen Bildschirm kaputt. Nee, tue ich nicht. Das wäre ja viel zu schade für so ein Spiel. Hier, gehe zu... Was? Na gut, hier, eher zur Spedition. Dann gehen wir jetzt mal alles beichten. Ach so, ich bin direkt wieder im Truck. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich doch einfach nochmal los. So. Ab geht die Post. Ich meine... Ach du Scheiße. Okay. Ich mache überhaupt nichts. Ich wollte doch gar nicht fahren. So, Fahrzeug verlassen. X. Ey, ganz ehrlich. Ach so, ich drücke die ganze Zeit S. Stimmt, ich muss ja auf die Pfeiltasten latschen. Scheiße, hatte ich ganz vergessen. So. Boah, das Windrad da hinten, da dreht sich ja, da hat wohl einer die Schraube zu fest angezogen. Hübsch. So. Also wenn ich ein Flugzeug fliegen würde, würde ich dieses rote Licht da oben ignorieren und extra dagegen fliegen, so scheiße wie das aussieht. Egal, ich möchte jetzt bitte nochmal hier durch die Gegend fahren. So. Way. So, komm, fahren wir diesmal... Ja, genau, und wenn ich auf S drücke, bremst er nicht. Hauptsache, ich kann mit W, A und D lenken. Meine Fresse, was ist denn das hier überhaupt auf S? Fahrzeugkonfiguration. Ja. Ja. Leck mich doch. Abbrechen. Hallo. Abbrechen. Hallo? Abbrechen? Okay. Hier passiert nichts mehr. Hallo? Abbrechen, bitte. Ey. Was passiert denn hier? Was? Nein, ich möchte... Ich hab Angst. Echt. Ist ja gruseliger als Länder hier. So. Ja, Mann. Geile Trucker-Mucke. Way. Was zum Teufel? Ey. Ja, genau. Die Laterne bleibt an. Leute, die Laterne bleibt an. Sie ist völlig im Arsch. Und nicht mehr mit dem allgemeinen Stromnetz der Stadt verbunden, aber sie bleibt an. Jaja, also ich möchte ja wirklich nicht geschäftsschädigend urteilen, aber dieses Spiel sollte doch nochmal etwas überarbeitet werden. So komplett von neu oder so. So, ich fahre mal durch diese äußerst detaillierte... Landschaft. Oh, da hinten
ploppen Häuser auf. Da fahre ich doch mal gucken. Mal gucken, wie die Städte so gestaltet sind. Und jetzt die Entwickler so, oh nein, bitte fahr doch da nicht hin. Und ich, doch. So. Ja, ist hübsch. Nee, wirklich. Also, gefällt mir jetzt. Also, ist wirklich richtig hübsch. Ganz ehrlich. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Gibt auch gar keine Frame-Einbrüche so auf 8 FPS oder so. Also, wenn ich merke, dass das Spiel so ist, oder dass es spielerisch so ist, ja, dann habe ich gar keine Lust mehr, eine Mission anzufangen. Ganz ehrlich, dann möchte ich dieses Spiel eigentlich nicht spielen. Man könnte sich doch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann einen coolen LKW-Simulator rausbringen. Stirb! Verdammt, verfehlt. Scheiße. Wie zum Beispiel hier diesen Euro-Truck-Simulator. Der ist doch sogar noch recht cool. Stirb! Wow, shit. Ja, Mann. Voll geil. Kann ich irgendwie mal die Kameraperspektive ändern oder so? F2. Was zum Teufel? Abbruch. Boah, hör auf, hier rumzupiepsen. Mikrowelle. F3. Ah, cool. Hier kann man ja mal plus, 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 minus, 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 minus. Oh, geil. F4. Passiert nichts. F5. Auch nichts. Ne, ich glaube, das wird nichts. C. V. Y. B wie Blick ändern. Oder N wie nicht im Ernst. Okay, K wie Kacke. L. Licht. Oh. Du. Wahnsinn. Na gut, keine Ahnung, ob das jetzt hier funktioniert. Ne, mir reicht's, ganz ehrlich. Ich steige jetzt hier aus. Und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Tschüss.